Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe der 4049. Heute, wer wir sind, wir bestimmt, das ist Christian. Hallo. Und wir haben heute Korporal Stefan. Hallöchen. Und fürs nächste Mal, weil aufgrund technischer Schwierigkeiten hat es nicht ganz geklappt, unser neues Mitgliedmacher ist jetzt leider nur hörend dabei, aber wir grüßen dich. Das nächste Mal, wenn wir ihn haben, er dann auch dabei. So, heute haben wir ein besonderes Thema und Stefan hat den Namen. Wie heißt es? Wir wollten uns heute über das Thema vom Bild zum Schnittmuster unterhalten. Vom Bildmuster. Also ich muss selber nähen. Gibt es nicht die Möglichkeit, dass man irgendjemand anders für mich macht? Ich glaube, das ist so ziemlich die älteste Frage, die wir bei uns in der IG 1848-49 haben. Wer näht für Icke? Aber ich bin der Meinung, dass deine Frau dir damals irgendwas versprochen hat. Ich würde es auch gar nicht wiederholen. Ah ja, doch, stimmt. Sie sagte, keine Sorge, ich nähe die da. Man muss sagen, dazu hat damals eine Epoche ein paar mehr. Ja, also ich habe einen... So viel sind es gar. Also, okay. Also ich habe ein Bild von einer Uniform oder von einem zivilen Kleidung oder ähnliches. Das ist ja erst einmal epochenunabhängig, aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die ein gemaltes. Also, aber es gab's nicht. Ist ihr beide was? Ja, unser. Es gab schon Fotografie. Ja, Entschuldigung. Wir müssen uns koordinieren, wer wann spricht. Ne? Ja. Ja, Christian? Okay, dann. Ja, es gab. Okay, ich fange an. Ja. Unser Kamerad Christoph, der hat jetzt jüngst ein Bild ausgegraben von 1848. Ein paar Revoluzzer, die sich da haben ablichten lassen, aber es gibt natürlich sehr, sehr wenige Fotografien aus dieser Zeit in Deutschland. Das war halt einfach nicht en vogue, sich fotografieren zu lassen. Das steckte alles noch in den Kinderschuhen. Andere Länder waren da schon viel weiter. Aber wir haben ein gemaltes Bild, sehen es uns an und denken, das wäre eine coole Kluft, die wir im Hobby tragen wollen, wie zum Beispiel eine Hackerbluse oder ein anderes ziviles Kleidungsstück. Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt dahin, ein möglichst authentisches Kleidungsstück zu reproduzieren? Und da haben wir mehrere Möglichkeiten. Eigentlich ist die Frage viel, viel schlimmer. Und zwar war das im Jahr 2015, als Christian auf mich zukam und meinte, ja, er hätte irgendwie was ganz Tolles, Neues. Und es wäre irgendwie Revolution 1848-49. Ach, ich habe hier mal eine Uniform, Stefan, zieh die mal an. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was man so einem Reenactor antun kann, ihm eine neue Epochenuniform überzuwerfen, weil dann ist man ja eigentlich schon eingefangen worden. Ne? Und war es halt so gewesen, dass man da unbedingt mitmachen wollte. Und dann kam eigentlich die Erkenntnis, dass es eigentlich überhaupt gar kein Schnittmuster für uns aus dieser Zeit gibt. Das war eigentlich das Problem gewesen. Und dann fängt man an halt zu graben und sucht halt Bilder. Und Bilder sind aber immer idealisiert. Das ist halt von Anfang an eigentlich das Problem gewesen. Ja, genau. Christian. Ja, jetzt hast du mich total rausgebracht. Ich wollte zuerst mal so... Aber bitte, du gehst schon direkt ins Detail. Wir können da weitermachen. Das war ja nicht so gemeint. Also da spricht auch so ein bisschen Zorn aus mir, weil ich mich habe so leichtfertig von dir einfangen lassen. Also aber schuld. Du bist alt genug. Ja, alle. Ja. Der freie Wille. Ja, stimmt. Ja, das stimmt, dem vorausgegangen waren natürlich schon einige, aber recht theoretische Recherchen. Tatsächlich hat man dann in den Miele und in den Peach geguckt und sich halt auch die Gemälde angeguckt und dachte, ja Mensch, das ist ja total toll, was wir jetzt hier haben. Und es stellte sich dann schnell raus, dass es das eigentlich doch nicht. Und wie gesagt, wir hatten bis dahin halt auch nur die Bilder. Genau, und dann hatten wir halt von einem anderen Schneider, glaube ich, von dir, Christian, ne? Jemand, der preußische Uniformen genäht hatte. Und dazu hattest du, glaube ich, so eine Artilleriehose irgendwie besorgt aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, nach dem Motto, ist grau und hat irgendwie rote Seitenstreifen. Mhm. Und damit fühlten wir uns schon irgendwie ganz toll, so für einen kurzen Augenblick zumindest. Genau. Und eigentlich war diese ganze Planerei, was man irgendwie machen kann, eine Rückwärtsplanung. Man hat irgendwie uns angeguckt, wenn wir diese Uniformen anhatten, um dann das mit Bildern zu vergleichen und festzustellen, wie sind denn da die Details? Und du hast ja schon gesagt, dann guckt man irgendwie Emila und Impeach und dann heißt es, dass die Uniform von 1842 sich eigentlich dann auch gar nicht mehr so richtig geändert hat, also zumindest der Uniformrock. Aber die Bilder sagen irgendwie was anderes und dann ist man eigentlich ziemlich ratlos. Genau, und dann hatte ich ja den Besuch, das war sogar 2013, glaube ich, 2014 in Berlin im Deutschen Historischen Museum,
Wobei wir jetzt, glaube ich, im Nachhinein rausgefunden haben, wobei ich weiß nicht, was jetzt stimmt, weil der Rock war dort als von 1842 ausgegeben und in dem Buch über den Krieg von 1870-71 wird es, glaube ich, als 55er Modell ausgegeben. Ja, genau so wird es dort beschrieben. So? Genau, ja, jetzt bin ich natürlich selber nicht mehr so sicher, aber ich glaube, dass wir mit diesem Rock trotzdem sehr nah dran waren oder dran sind und anhand der wenigen Fotos, die ich von da nur mitnehmen durfte, beziehungsweise die ich da machen durfte, haben wir dann versucht, tatsächlich diesen Rock in Zusammenarbeit mit anderen Schnittmustern ja, zu rekonstruieren. Kann man das so sagen? Ja, ne? Ja, also im Prinzip war es ja dann so gewesen, dass man geguckt hat, na okay, wo liegt denn das modische Ideal damals der Zeit? Wir wussten, dass dieser Rock neu eingeführt war und da haben wir im Prinzip ja auch angefangen, quer zu lesen, gerade bei der Männermode. Und wir wussten im Prinzip, dass mit der Einführung dieses Rockes, der in dem Augenblick halt modisch sehr, sehr ideal war und wir wussten aus Beschreibung, dass er bequem war. Und dem sind wir ja im Prinzip dann gefolgt. Und dann haben wir ja im Prinzip auch geguckt, wo sind denn jetzt diese Übereinstimmungen der Männermode der damaligen Zeit mit den Waffenröcken. So war es für mich zumindest. Ja, das bedeutete natürlich sehr tailliert und die Ärmel. Wobei die Ärmel, glaube ich, oder würde ich jetzt behaupten, bei den zivilen Röcken eher etwas weiter waren sie beim Militär ja, natürlich noch recht eng anliegend. Aber das sind halt so kleine Nuancen, die man wirklich durch die Betrachtung und durch diesen Vergleich dann machen musste. Wir haben ja im Prinzip auch angefangen, dann aus anderen Zeiten zu entlehnen. Also wir hatten eine gute Uniformreproduktion der napoleonischen Kriege, wenn ich mich recht erinnere. Und da war ja zum Beispiel dieser eng geschnittene Ärmel, der ja beim Beugen sich nicht irgendwie von der Manschette von der Hand wegziehen sollte, also da irgendwie Schnittmerkmale hatte und das Ganze verbunden mit einer verkürzten Schulter zum Beispiel. Genau. Und wir haben uns auch ein bisschen an der 1860er-Mode orientiert, was zum Beispiel den Rückenschnitt, glaube ich, den hatten wir daher, ne? Bei dem Rock. Ja, das mussten wir auch nochmal umändern. Also es ist ja so, man sucht im Prinzip ein Schnittmuster, was dem irgendwie nahe kommt, in dem Wissen, dass das überhaupt nicht mit dem Endprodukt übereinstimmt. Und dann war ja sichtbar, wie die Nähte bei dem Rock von dem Berliner Museum verliefen. Und bei dem Schnittmuster waren ja irgendwie die Ärmelnähte, die unterschieden sich von den Rückennähten und bei den preußischen Röcken ging das alles in einem über. Und dann musste man halt ein Probestück anfertigen. Genau. Wie mache ich ein Probestück? Im Prinzip, also so wie wir das machen, würde wahrscheinlich jeder Schneider die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber wir sind ja keine Schneider, wir sind ja nur so Hobbyleute, die das irgendwie nebenbei machen. Also, bitte, Christian? Ja, aber die Frage war ja, wie macht man ein Probestück? Ach so, ich habe es damals so gemacht, ich habe mir, das war aber auch ein Fehler im Nachhinein, ich habe mir halt irgendeinen Stoff genommen, der irgendwie weg musste. Also wo ich ganz viel von hatte und nicht traurig gewesen wäre, dass der irgendwie zu Schanden gekommen wäre. Das war damals so ein Nesselstoff und habe mir ein Schnittmuster genommen aus dem amerikanischen Bürgerkrieg von einem sogenannten Frockcoat, einem G-Rock. Und habe mir im Prinzip da diesen G-Rock draus genäht mit napoleonischen Ärmeln und habe den angezogen und festgestellt, das passt überhaupt. Genau. Und beim Probestück ist das ja so, man kann daran herumdoktern, hier noch eine Naht ändern oder hier noch was wegnehmen. Und wenn man dann zufrieden ist, dann kann man sich das wieder auftrennen und diese Stücke aufs Papier übertragen oder auf den richtigen Stoff, den man dann benutzen will und ja, daraus dann quasi das fertige Kleidungsstück dann herstellen. Das ist so der Gedanke an so einem Probestück. Genau, in der Hoffnung, dass das dem entspricht, was man irgendwann mal auf dem Bild gesehen hat. Was dann aber meistens auch nicht so richtig gut funktioniert, weil dann natürlich da handwerklich Geschick damals eingebaut war, was uns eigentlich komplett irgendwie fehlt. Ne? Ja, zum einen das und zum anderen ist natürlich so ein gemaltes Bild halt ein gemaltes Bild. Ne? Das gibt jetzt nicht unbedingt die Wirklichkeit wieder, wie es vielleicht wirklich ausgesehen hat oder wie die Röcke wirklich gesessen haben. Auf so einem Bild, da sieht man keine einzige Falte, das sitzt alles tipptopp optimal, aber es ist halt gemalt. Und es gibt halt ein Ideal wieder, das ist nicht die Wirklichkeit, das muss man dann halt immer auch noch im Hinterkopf haben. Ja, und dann haben wir im Prinzip, muss man das halt ausprobieren. Ne? Also ich habe dann irgendwie auf diesen Bildern
tulpenförmige Ärmel gesehen. Da waren ja ganz viele E-Mails, die man da hin und her schickt, dann, gerade mit Christian. Und im Nachhinein würde ich die auch nie wieder so gestalten. Aber das war so, wo man sich irgendwie im Prinzip so festbeißt. Man weiß, dass der Ärmel sehr eng saß damals, zumindest von den Bildern her, aber das Handgelenk und die Hand selber frei sein sollte, also musste sich das ja irgendwie tulpenförmig öffnen und ich war davon überzeugt, dass ich das so auf diesen Bildern auch gesehen habe. Was dann? Ja, da könnten wir, ja, inwiefern, was ist da passiert? Also zum Beispiel jetzt mit den tulpenförmigen Ärmeln, ist, glaube ich, unser Streitpunkt einfach die Art und Weise, wie man diesen tulpenförmigen, diese Tulpe hinbekommt. Das erkenne ich auf den Bildern ein bisschen anders als Stefan oder wir setzen das halt irgendwie anders um oder beziehungsweise Stefan ist da ja unser Fachmann, was das Entwerfen unserer Schnitte angeht. Da sind wir noch so ein bisschen, da reiben wir uns noch so ein bisschen. Und ihr habt das nach den Jahren immer noch die richtige 100%? Also ihr seid noch nicht ganz zu... Tatsächlich nicht. Also man näht ja dann im Prinzip so einen Rock und ich persönlich mache das ja nur, also ich nähe per Hand, weil damals gab es ja noch keine Nähmaschinen und diese Nähte sind natürlich endlos lang und die Bereitschaft, die dann wieder aufzutrennen, wenn man erkennt, dass das Produkt jetzt nicht hundertprozentig dem entspricht, was man will, die ist halt auch nicht so richtig gegeben. Und ich denke, ich persönlich finde für mich, ich habe einen guten Rock, aber er hat noch ganz viele Mängel und wie das so ist im Reenactment, man forscht ja, während man arbeitet, etwas fertigstellt, forscht man weiter und plötzlich, wenn man fertig ist, kommt im Prinzip so eine ideale Quelle, irgendwie vielleicht doch mal ein Bild oder so, wo man sagt, ach, ja okay, so hätte man das halt auch machen können und ja, am Ende weiß man, dass man im Prinzip wieder am Anfang steht. Ja, wobei es sind dann ja meistens oder manchmal auch nur einfach nur Details. Das heißt, man hat den Rock vielleicht fertig und dann merkt man, okay, die Form des Kragens oder jetzt halt der Ärmelaufschläge oder so, das ist jetzt irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder wie Stefan jetzt sagt, man findet noch eine andere Quelle, wo es wieder ganz anders abgebildet ist. Aber deswegen macht man sich ja nicht sofort einen neuen kompletten Rock, sondern man sammelt das, um dann, wenn es irgendwann mal soweit ist, diese Änderungen dann in den neuen Rock einzuarbeiten. Das ist ja auch immer so ein Prozess, deswegen muss man manchmal auch einfach den Kompromiss eingehen, weil ich meine, Stoff und das alles, das ist ja auch teuer, muss man ja mal dazu sagen. Und die Zeit hat man jetzt auch nicht immer, deswegen geht man natürlich auch mit diesen vielleicht nicht hundertprozentig korrekten Röcken dann halt auch auf eine Veranstaltung. Das bleibt dann leider auch nicht aus. Und dazu kommt natürlich, dass als Christian damals in Berlin war, also Christian, du kannst mich korrigieren, aber ich bin der Meinung, als du in Berlin warst, um den dort damals zu fotografieren, hast du selber noch gar nicht genäht. Ne? Du hast erst danach angefangen. Das heißt also, genau, ich denke, ich denke, du würdest heute auch ganz andere Bilder nochmal machen, um gewisse Details anders zu fotografieren. Das stimmt. Man sieht es halt mit anderen Augen jetzt auch, ja. Ja, und so kommt das dann im Prinzip zueinander. Ich denke, wir fühlen uns so, was den Rock angeht, ganz wohl und auch die Hose fühlen wir uns ganz wohl. Bei der Hose wussten wir einfach nur so ein paar Sachen aus Vorschriften, wie hoch die gehen soll, dass die bis über den Bauchnabel gehen soll, bis kurz unter die Brust. Und das haben wir dann halt entsprechend versucht umzusetzen. Genau. Wir wussten halt auch von den Stegen an den Hosen zum Beispiel, das sind schöne Details, aber wir wussten halt von den Reglements her auch, dass die Gemeinden die nicht angelegt haben zum Beispiel, außer bei Paraden. Aber man macht sie trotzdem dran und es ist halt, wie gesagt, ein schönes Detail. Ja, also im Prinzip dieser Steg, also für diejenigen, die das nicht wissen, das ist das, was unter dem Schuh zwischen Hacken und, also im Schuh, wie nennt man das, Schuhballen? Durchgeführt wird, um die Hose schön stramm am Hosenbein zu halten. Und wir nähen die ganz fleißig an, in dem Wissen, dass die Soldaten die eigentlich wieder abgeschnitten haben oder auch nicht verwendet haben. Ja, aber sie gehören halt dazu. Und selbst wenn man sie abschneiden würde, wird ja ein Rest da bleiben und man selber weiß halt, okay, das war ein Hund. Und man selber, ja, es ist mein Hund. Und man selber weiß halt, dass es aber da sein muss und es ist auch da und das ist ja das, was einen in dem, was einen auch so total rausbringt, was einen zufrieden macht in seiner Darstellung, so diese kleinen Details. Und schneidet ihr das denn auch alles wieder ab oder lasst ihr es? Also ich habe meine jetzt dran gelassen. Ich habe meine auch dran gelassen und ich nehme mir bei jeder Veranstaltung vor, wie so ein aufrechter, obergefreiter
die halt auch immer wieder anzulegen, aber es ist halt auch ganz furchtbar mühselig, damit den ganzen Tag rumzulaufen. Man kann auch gar nicht richtig gut sitzen. Ich weiß nicht, was sich der König dabei gedacht hat. Ja, wie gesagt, selbst als Obergefreiter brauchst du es ja nicht tragen, ne? So als Feldwebel kannst du damit anfangen. Ja, aber er möchte, halt vielleicht, Reber, er möchte ja vielleicht Feldwebel werden. Ja, ja, natürlich will er das. Er will sogar noch weiter hoch. Auch noch? Den Säbel hat er schon, oder wie? Also Prinz von Preußen ist, glaube ich, so das, was er anstrebt. Auch. Mindestens. Ich sag mal, wer unter mir Prinz ist, ist auch ruhig. Ja. Genau. Ja, als wir damit im Prinzip angefangen haben, dachten wir halt, dass wir ganz viele Sachen, die wir, also wir haben ja alle irgendwie mit dem amerikanischen Bürgerkrieg, waren wir ganz gut aufgestellt. Und irgendwie hat man den naiven Glauben, dass man da ganz viele Sachen verwenden kann, die man eh nicht sieht. Ich sag bloß Unterhemd oder irgendwie sowas. Und man muss sich im Prinzip nur noch mal ganz schnell so einen Rock nähen und eine Hose und dann ist man eigentlich gut ausgestattet. Aber wenn man dann anfängt und die Details sieht, und es geht eigentlich immer um die Details, weiß man, okay, am Ende, ich muss alles neu nähen. Und deswegen treffen wir uns auch irgendwie regelmäßig zu Workshops. Ne? Genau, die da in dieser Hinsicht natürlich auch sehr, sehr hilfreich sind, weil man vor Ort sich austauschen kann, die Sachen anfassen, anprobieren auch, ne, und gemeinsam dann auch überlegen kann, welcher Schnitt muss oder welche Naht muss vielleicht woanders hin oder ist so nicht ganz richtig oder... Da sind diese Workshops extrem hilfreich. Und besonders hilfreich sind sie halt bei Ausrüstungsdetails, wo man dann feststellt, dass es die gab. Man sieht sie, aber man sieht sie fast nie angezogen. Also zum Beispiel der preußische Mann. Man sieht ihn meistens irgendwie von vorne in der Darstellung, aber wie er hinten aussah, weiß man nicht so recht. Und man weiß, dass der im Prinzip so geschnitten sein muss, dass der im Prinzip ja so eine Art Mantel und Deckenersatz in einem. Und das macht es dann schwierig. Ja, das ist auch, wenn man jetzt an so die Überschrift denkt, vom Bild zum Schnittmuster, da muss auch eine gewisse Kreativität und so ein bisschen Fantasie muss auch immer noch mitspielen, einfach weil die Quellenlage so schlecht ist. Aber man muss auch so für sich so viele Kompromisse eingehen, was es extrem schwierig macht, mit dem Endprodukt wirklich zufrieden zu sein, finde ich. Das sehe ich auch so. Also gerade Kompromiss, also zu wissen, ich mache einen Kompromiss, den ich nicht beweisen kann, ist im Prinzip so ein Unreenactorism. Also man versucht ja sozusagen etwas darzustellen, was es gab, und dann machst du etwas, wo du nicht genau weißt, ob es das gab. Ja, das habe ich bei der zivilen Kleidung eigentlich häufiger, ich sag mal beim Militär, ich habe ja die Bilder, das gemalte Bild. Also ich weiß in ungefähr, also ich weiß, sie hatten einen Mantel. Ich weiß halt nur nicht genau, wie er ausgesehen hat. Also fühle ich mich jetzt nicht so schlecht, weil ich eine Mantelrolle trage. Aber wenn ich ihn anziehe und mich würde jemand darauf ansprechen, dann müsste ich halt ganz klar sagen, okay, dieser Schnitt entstammt eigentlich aus dem 1813er Mantel, beziehungsweise 1818er oder 9er, was er ist. Im 1809 müsste das irgendwie sein, ne? Mhm. Ja. Aber das war ja auch zum Beispiel eine bewusste Entscheidung, weil wir wussten, es gab ihn. Wir wussten, wie lange er getragen wird oder getragen wurde, und waren dann halt so naiv zu glauben, dass wir einfach nur den Kragen ändern müssen. Aber das war es dann halt auch nicht. Ne? Dann, im Prinzip haben wir den Mantel nochmal neu gemacht. Ja, aber das Problem ist, man hat halt gut, also was heißt gut, aber man hat halt recherchiert den Mantel vorher und den Mantel nachher. Aber unsere Zeit dazwischen, das ist halt so ein schwarzes Loch, da hat sich auch so viel verändert und es ist relativ in Anführungszeichen wenig passiert. Wir reden hier über eine Zeitspanne von, was weiß ich, wie viel Friedensjahren, wo zwischendurch halt mal die Revolution gewesen ist. Und diese ganzen Liebhaber für Militarismus und Uniformkunde, die haben sich halt zu sehr dann auf die späteren Jahre der Einigungskriege oder halt auf die Befreiungskriege konzentriert. Und deswegen ist unsere Quellenlage da so lückenhaft, weil es niemanden interessiert hat. Keiner hat es vor dem Zweiten Weltkrieg dokumentiert oder groß nachgeforscht, und dann sind viele Unterlagen während des Krieges verloren gegangen, zerstört worden, und danach hat man dann halt auch wieder auf Grundlage wie Mila, Peach oder so dann angefangen, für die Zeit danach nachzuforschen, oder man hatte halt noch Unterlagen darüber, und wie gesagt, da fehlt uns so viel, was man einfach greifen könnte, wo man wirklich was nachlesen kann,
Und das betrifft Bekleidung ebenso wie Ausrüstung oder halt einfach nur irgendwelche Alltagsgegenstände. Aber gerade bei der Kleidung, das ist halt das Offensichtlichste, was man als erstes an einem Reenactor sieht. Man guckt nicht zuerst in den Tornister, nein, man guckt natürlich auf den Mann und da sieht man halt die Uniform, die Kleidung. Und deswegen ist es natürlich relativ wichtig, dass man trotzdem so nah wie möglich an die Bilder, die es halt gibt, herankommt. Deswegen müssen wir uns immer noch an diesen Bildern halt auch orientieren. Und was halt gerade... Also immer wenn es ein neues Bild gibt, kann es sein, dass ihr alles über den Haufen werfen müsst? Oder schaut ihr euch denn erstmal an, was mit... Also ich kann nur für mich sagen, bevor ich damals angefangen habe mit dem Nähen meines ersten Rockes für die Preußendarstellung, habe ich persönlich ungefähr 11 Monate lang geforscht. Immer wieder auch mit Christian viel gesprochen, immer wieder Quellenliteratur gemacht. Ich meine mich zu erinnern, Christian hat damals ein Buch geschrieben, wo er dann auch noch mal ganz viel für sich ändern wollte im Zuge dieser Forschung. Und ich habe damals erst angefangen, als ich ein gutes Gefühl hatte, wo ich sagte, okay, ich habe jetzt irgendwie 95% erreicht und damit kann ich arbeiten. Also vorher würde ich da nicht anfangen. Ja, das Problem ist ja, die Recherche, die endet ja nie. Es gibt keinen Punkt, wo du sagst, doch, den Punkt gibt's, wenn du wirklich so ein Originalteil in den Händen hältst, aber das ist ja recht utopisch. Der Punkt ist nie erreicht und immer wenn du denkst, ich bin jetzt an einem guten Punkt, ich fange jetzt an, einen Rock zu machen, dann nähst du, nur um dann 3 Monate später festzustellen, ach guck mal, eine neue Quelle, ah, was steht denn da? Mist. Ja, und ja, so war das mit dem Buch, das ich geschrieben habe, eigentlich auch. Ich hatte recherchiert und ich dachte so, jetzt hast du wirklich alles rausgefunden, bringst das Buch raus. Letztendlich ist das jetzt eigentlich nur ja so ein Halbwertwissen, weil danach noch ganz viele andere Quellen, auch aufgrund des Buches, da haben mich dann Leute angeschrieben und gesagt, hier, guck mal, das wird auch noch gut dazu passen und hier ist noch ein Tagebuch und guck doch mal da rein. Ja, letztendlich hätte ich es dann nochmal komplett neu schreiben können, aber es ist ja nicht falsch, was drinsteht, es ist halt nur nicht... das alles, was ich jetzt mittlerweile schon recherchiert oder zusammengetragen habe. Und so ist das bei den Kleidungsstücken eben auch. Dann findet sich doch irgendwo vielleicht noch ein Foto oder ich sag mal ein Foto aus den 50er Jahren, wo aber Landwehrsoldaten drauf sind, wo man ganz genau weiß, wenn man die tragen das alte Zeug von der Linie noch auf. Lass uns doch da mal gucken, wie sitzt denn das da? Guck mal da, das wirft Falten. Wie müsste das? Das Problem ist ja, das sind ja keine 3D-Bilder. Du hast immer entweder nur die Frontansicht oder eine Seitenansicht, aber du siehst nie komplett alles. Das ist eigentlich immer ein Glücksspiel, zumindest bei denen. Ich persönlich glaube, dass es kein Glücksspiel ist, sondern ich denke, dass man in dem Hobby, was wir haben, akzeptieren muss, dass das alles wie so ein Fluss ist. Dass man heute etwas tut, um sich selber zu beglücken, um sich selber da ein gutes Gefühl zu geben in der Darstellung, in dem Wissen, dass sich die Darstellung, sagen wir mal, in sich ändern wird. Und dass neue Erkenntnisse kommen wird. Also das eigentlich begleitet mich das seit 2002, seitdem ich angefangen habe mit so einem Geschichts. Ist es denn beim zivilen Bereich anders? Im zivilen Bereich ist es eigentlich noch viel schlimmer, weil du hast beim Militär ja wenigstens auch den Vorteil, dass es irgendwelche Reglements gibt, wo drin steht, welcher Stoff welcher Stoff verwendet wurde. Du hast Bilder, du hast Nachfolgemodelle, sag ich mal, von den Uniformen, wo du dann genau weißt, was geändert worden ist. Wo du dann weißt, aha, der Korpus ist vielleicht geblieben, aber der Kragen oder die Aufschläge haben sich geändert. Und beim Zivilen ist das, niemand hält das nach. Ne? Also wenn ich jetzt hier zu Hause mir eine Jeans kaufe, dann müsste ich die aufheben, damit man in 30 Jahren weiß, ach, so hat die Jeans damals ausgesehen. Dann muss ich dann noch draufschreiben, welcher Hersteller, welcher Stoff, welche Jahreszahl, wann gekauft, wo gekauft. Das hat damals ja niemand gemacht. Die wurden aufgetragen und wenn sie dann kaputt waren, dann kamen sie zum Trödler oder wurden zerfetzt und in eine Bettwäsche gestopft. Das ist halt verloren gegangen und man hat dann halt auch nur Bilder, aber man hat da noch weniger Möglichkeiten, sich irgendwie zu orientieren, meiner Meinung nach. Ich denke auch im Zivilen tatsächlich, dass man das Thema irgendwie für sich ganz anders angehen muss. Im Prinzip, so fühlt es sich zumindest für mich an, muss man eigentlich irgendwann über seine eigene Recherche festlegen, was will ich eigentlich darstellen? Also möchte ich einen Bürgerlichen darstellen, einen Handwerker, einen Bauern, einen Tagelöhner, was auch immer. Und in Deutschland, ich glaube, mit der Darstellung in Deutschland in dieser Zeit dann noch schwieriger zu sagen, in welcher Region, um dann im Prinzip da anzufangen mit seiner Forschung. Also zivil ist schon das härtere Los, finde ich.
Aber gibt es denn auch irgendwo, wo man kaufen kann? Ja, es gibt schon, sag ich mal, Händler oder auch Verlage, die Schnittmuster verkaufen, auch in der Zeit. Nur wie Stefan schon sagte, ist das natürlich regional. Immer, man kann zum Beispiel schlecht eine französische oder noch schlimmer eine englische Jacke in Deutschland tragen. Das kann man schon, aber das ist wie mit dieser Leopardenhose bei den Konföderierten. Die hatte einer getragen von 100.000 und nicht 1.000. Und man muss dann halt gucken, in Deutschland gab es durch die Mode auch schon sehr lokale Unterscheidungsmerkmale. Man konnte dann genau sehen, ob jemand aus dem Sauerland kam oder halt aus Westfalen oder aus dem Rheingebiet. Und so war das natürlich in allen Teilen Deutschlands. Und das wiederzuspiegeln ist recht schwierig, weil man sich als Hobbyist in dem Sinne sich auch nicht festlegen möchte, weil sonst müsste man für jede Region in Deutschland, wo vielleicht mal eine Veranstaltung sein könnte oder wo man mal was machen wollen würde, müsste man sich dann die entsprechende Kleidung zulegen, wieder recherchieren. Da würde man, glaube ich, nie wirklich an den Punkt kommen, dass man sagt, so, jetzt habe ich das zusammen, jetzt fahre ich auf eine Veranstaltung, weil das wäre dann ja auch mit den Transportbehältern, sich Körbe, Kiepen etc., wäre das vermutlich genau das Gleiche. Mit den Werkzeugen. Ich kenne mich auf dem zivilen Sektor so nicht so gut aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass selbst bei den Werkzeugen oder auch beim Handwerk an sich, bei der Darstellung der Handwerker, da schon große Unterschiede sind oder waren, besser gesagt, die man dann auch dementsprechend darstellen müsste. Und deswegen versuche ich mich immer, wenn ich an meiner zivilen Darstellung arbeite, mich so ein bisschen an so einem allgemeinen Bild zu orientieren von einem Städter, von einem ärmeren Städter. Ich glaube, das passt noch eher fast überall rein, je nachdem. Also ich persönlich glaube sogar, Christian, dass du, wenn ich mich recht erinnere, gehst du sogar noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte mit deiner Darstellung. Ne? Du sagst, du bist irgendwie ein einfacher Bürger. Vermutlich wirst du keine tagesaktuelle Mode tragen. Also soweit ich mich erinnere, hast du dich viel in den 1830er Jahren irgendwie noch umgetan und geguckt. Das sind halt das, was ich meinte. Ne? Man muss irgendwie die Entscheidung vorher treffen, was will ich eigentlich darstellen. Ne? Wenn ich jetzt so ein Bürgerlicher bin, dann kann man sicherlich irgendwie in Modezeitschriften schauen, die im Jahr 1848, 49 herausgekommen sind, um sich zu orientieren, was der bürgerliche Mann von damals, von Welt da irgendwie trug. Aber so wie man, sagen wir mal, in irgendwie einem einfachen Handwerk oder sowas ist, dann glaube ich nicht, dass die die aktuelle Pariser Mode oder so getragen haben, sondern irgendwie wahrscheinlich von Anfang der 40er. Ja, die Frage, die man sich stellen sollte, ist, wenn man jemanden darstellt, da muss man so ein bisschen nachdenken. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein einfacher Bürger, ich sag mal, vielleicht, keine Ahnung, so ein Angestellter, so ein niederer Schreiberling, irgendwie sowas, dann habe ich nicht viel Geld zur Verfügung. Dann gucke ich mal nach, ich bin jetzt wie alt und wann habe ich wohl das letzte Mal einen guten oder einen neuen Rock gekauft? Und dann rechne ich zurück, auch einen Hut, das kostete damals ja alles, eine gewisse Summe, die man natürlich irgendwie aufbringen musste. Und wenn ich dann gucke, ja, wahrscheinlich vor 20 Jahren oder ich sag mal vor 10 Jahren das letzte Mal einen guten Rock gekauft, dann haben wir 1838. Okay, dann orientiere ich mich an der Mode. Was war 1830 vielleicht los? Vielleicht hat sich das ein bisschen gezogen. 1838 war ich dann in einem Alter, wo ich mir dann das erste Mal einen gekauft habe, vielleicht sogar gebraucht, wer weiß, einmal geflickt. Und dementsprechend versucht das dann auch dem Alter entsprechend aussehen zu lassen. Das bringt mich auch nicht in die Verlegenheit, mit so einem abgeranzten Schnitt von 1849 zu tragen, was eigentlich, wie gesagt, wie Stefan schon sagt, was eigentlich total Quatsch wäre, weil mit der Mode gehen war damals extrem teuer. Ist ja eigentlich noch viel, viel krasser, wenn man sich mit unseren Zivildarstellern unterhält, wo die zum Beispiel ihre Quellen hernehmen für Stoff. Zum Beispiel. Das ist ja dann auch so ein Thema. Beim Militär ist das einfacher. Ne? Man weiß halt, okay, das muss irgendwie ein königsblauer Farbton sein, der ist definiert, dazu kommt eine graue Hose und so. Bei den Zivildarstellern fragt man sich, woher wissen die
keine Ahnung, dass sie einen Baumwollstoff verwenden können statt Leinen oder so. Und der eine von uns, der Christoph, meinte damals, ja, er schaut immer in die Kriminalstatistik der Tageszeitung von damals. Und wenn dann irgendwie bei der Witwe Bolte irgendwie eingebrochen wurde, wird dann genau beschrieben, was bei ihr gestohlen wurde. Und ganz häufig wurde irgendwie wohl auch Kleidung gestohlen. Und dann wird immer die Kleidung irgendwie ganz genau beschrieben in Farbe, der Art des Stoffes und so weiter und so fort. Und daher nehmen die ihre Informationen. Also das geht ja irgendwie ganz, ganz diffizile Kreise irgendwie. Ja, ganz hilfreich sind natürlich auch Steckbriefe, wo du das gerade ansprichst. Da wird natürlich dann auch beschrieben, zum Beispiel, welche Farbzusammenstellung die Menschen damals getragen haben. Ne? Da wird eine gelbe Weste unter einem grünen Rock getragen zu einer roten Hose oder so. Das wird heute kein Mensch mehr zusammen tragen. Aber damals hatte der halt irgendwann mal eine Weste bekommen, ja, angezogen, klar, eine neue Hose angezogen. Ob das passt oder nicht, war denen egal, die brauchten eine Kleidung. Also passende farbliche Kleidung. Ja, genau. Ich denke, es war ein Privileg, ja. Okay, also damals war es ein Weg, heute können wir uns das... Ja, also du kannst ja heute nicht mit damals vergleichen. Das ja, heute kommt alles von der Stange aus der Fabrik. Das begann damals ja erst. Das steckt ja alles noch wirklich in den Babyschuhen. Ja. Ich denke also auch ganz viele Details, wenn man, es ist ja immer die Frage, wie weit möchte ich in ein bestimmtes Detail hineingehen? Und wenn ich jetzt einen gut betuchten Bürgerlichen darstellen will, dann wird meine Kleidung mir auf den Körper geschneidert sein. Also die wird mir passen. Wenn ich jetzt einen einfachen Handwerker darstelle zum Beispiel, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich etwas trage, was nicht für mich ursprünglich gemacht wird. Also man kann sich selber potenzieren und da irgendwie sich selber vorantreiben, immer weiter in dem Hobby und da Details irgendwie eingehen, die man heute noch gar nicht sieht. Oder man macht das so wie bei uns im Militär. Man fängt halt an, folgt zum Beispiel einem Bild von einem Porträtmaler zum Beispiel für die zivile Darstellung und sagt, okay, diesen Typus von Kleidung würde ich gerne darstellen. Und dann gucke ich bei den folgenden Veranstaltungen, wie ich eigentlich damit zurechtkomme. Genau. Und dazu kommt dann natürlich, dass man als Militärdarsteller dann noch versucht, bei einer Feldzugsdarstellung zum Beispiel dementsprechend seine Uniform auch nicht zu reinigen oder nicht zu flicken bis zu einem gewissen Standard, dass man halt diesen Eindruck erwecken kann bei einer Veranstaltung, okay, ich war jetzt wirklich 3 Tage nur Biwak marschieren. Das ist eigentlich so das Schlimmste. Ich erinnere an unseren ganz tollen Mitglied der IG 1848-49, den Bernd, den seine Uniform wurde von Motten zerstört, da sind Nähte auseinandergegangen, die Uniform wird immer wieder in die Nähe von Feuer gebracht oder von Stroh, oder er macht ja auch ganz viel handwerklich bei uns und die leidet wirklich. Und wenn man dann so nebeneinander steht und die Zuschauer kommen auf einen zu und sagen, also der am ehesten nach Soldat aussieht, das ist der Bernd, dann ist das schon verletzend. Naja, also er arbeitet ja im Gegenteil. Das stimmt. Ja, es ist halt so, dass er gebraucht sie halt und wir sind wirklich, oh, ein Stäubchen auf dem Ärmelchen, das darf nicht sein. Er hat da weniger, er hat nicht diese Pingeligkeit und das kommt ihm in diesem Punkt echt zugute. Also, ne, was seine Darstellung als Feldzugssoldat angeht, kann ihm keiner was vormachen. Ne? Das stimmt, ja. Also er nimmt auch die Putze-Flick-Stunde viel weniger genau als wir, Christian, oder? Ja, ich glaube schon. Es gibt eine Putze. Ja, willst du was dazu sagen, Christian? Nee, mach mal. Es ist ja so, in der Welt des Obergefreiten und die IG 1848-49, die hat mich ja dazu gezwungen, den Obergefreiten darzustellen. Na, du Armer. Ja, ich Armer. Darf es also ein unbeschäftigter Soldat ist ein schwierig zu handelnder Soldat. Und zumindest hat es der König so gesehen. Und wir versuchen es tatsächlich so darzustellen. Und bei uns gibt es tatsächlich einmal am Tag eine sogenannte Putz- und Flickstunde, um die Ausrüstung wieder in einen guten Zustand zu bringen. Und man glaubt gar nicht, wie schnell so eine Ausrüstung innerhalb von 48 Stunden leiden kann. Also da entstehen wirklich immer Schäden, die dann tatsächlich vor Ort wieder repariert werden können. In einer netten Runde, wenn man Glück hat, mit etwas Wein vom Quartierwirt und mit netten Gesprächen ist auch so eine gute Auszeit eigentlich für die Darsteller, um zusammenzuhocken, zu klönen.
die Musketen wieder sauber zu machen und die Kleidung wieder in Stand zu machen. Genau, und trotzdem authentisch zu wirken. Und das ist sehr interessant, wenn dann ganz häufig ältere Zuschauerinnen vorbeikommen und uns genau begutachten, wie unsere Nähte aussehen und uns dafür loben, wenn wir zum Beispiel ganz schön eng und schön praktisch die Nähte anlegen, um uns, weiß ich, so einen Beutel oder sowas. Sonst wird es ja auch immer wieder auf. Ja, also ich fühle mich schon geehrt. Also wie gesagt, ne, wir sind alle keine gelernten Schneider, aber ich fühle mich schon geehrt, wenn so eine 80-jährige ältere Dame auf uns zukommt und sagt, unsere Naht sieht gut aus, weil die haben das irgendwie ja noch ganz anders gelernt. Ne? Also die gucken da wirklich ganz genau hin und schauen mit ihren altersschwachen Augen, aber schauen ganz genau und fühlen das, wie die Naht, ob die irgendwie zu grob ist, zu eng oder zu weitmaschig oder so. Und wenn man dann so Lob von so einer älteren Dame bekommt, das ist schon, fühlt sich schon gut an. Ja, wo wir gerade von Nähten sprechen, das ist natürlich auch sowas. Das sieht man halt auch auf keinem Bild, ja, welche Nähte jetzt wann, wo, wie benutzt worden sind. Ich glaube, da könnte man theoretisch auch noch eine Doktorarbeit drüber schreiben. Da wird dann aber auch noch ganz, ganz viel Recherche drin stecken oder müsste man noch reinstecken. Das ist noch so ein Punkt, den man hat, ne, ich wiederhole mich da, wie gesagt, auf den Bildern nicht sieht. Da waren wir, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, bei den Fotos aus dem DHM, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin, doch sehr überrascht, wie teilweise schlecht die Nähte angelegt waren. Und ich meine, es wäre sogar ein Probestück gewesen. Was ist denn an der Naht so falsch? Also ich nähe halt einfach Stich rein, Stich raus. Also da gab es ja wie so eine, also was man sehen kann, oder anders, die Fäden, die sie damals verwendet haben, die waren, die sind mit der Zeit oxidiert. Also man sieht halt häufig die Naht orangefarben, wo sie mit Sauerstoff in Kontakt gekommen ist. Und dementsprechend kann man auch auf Bildern so einem Stichabstand, also es ist jetzt wirklich, man kann den im Prinzip folgen. Und da war es so gewesen, dass diese Stichabstände, wo man eigentlich davon ausgeht, dass so ein Profinäher, so ein richtiger gelernter Schneider, immer wieder auch mit einer Nadel den gleichen Abstand macht, das war da überhaupt nicht gegeben. Es war wirklich, sah aus wie zusammengeschustert bei einem Stück, wo es hieß, dass es im Prinzip wie so ein Probestück war, was an die an dieses Regiment ausgeliefert wurde, wo sich alle Schneider dieses Regimentes im Prinzip nachrichten sollten. Genau. Was heißt denn mit der Nadel? Also meine Oma hat mal zu mir gesagt, du musst, wie soll man das erklären, wenn du den Stoff zwischen die Finger nimmst und die Nadel einstichst und wieder rausbringst, in einer bestimmten Naht, Rückstichnaht oder irgendwie sowas, sollte der Abstand zwischen dem, wo die Nadel rauskommt und wieder reingeht in den Stoff, immer gleich sein. Wie bei einer Nähmaschine. Ah, okay. Das haben die damals nicht gemacht, aber ihr... Also bei diesem Waffenrock des 24. Regimentes war es zumindest auf den Bildern nicht so. Ja, das war teilweise sehr, 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 ich sag mal, überraschend, in welch schlechter Qualität in Anführungszeichen da genäht worden ist. Sah so aus, ich meine, das wäre eine Innentasche gewesen oder eine Rockschusstasche. Das sah aus, als hätte man die mal ganz schnell noch eben angefügt. Aber auch bei den richtigen Nähten aushalten müssen? Also die konnten wir halt nicht sehen, das meinte ich ja am Anfang. Heute würde wahrscheinlich Christian, wenn er nochmal so ein Foto macht, die Naht auseinanderdrücken und da auch mal ein Bild von machen. Das wissen wir nicht, aber wir wussten halt, dass die Besonderheit dieses Rockes zum Beispiel ist, dass diese Regimentsnummer 24 aufgestickt war mit so Goldfaden oder so ein Silber-Golddraht. Und dann waren wir halt im Prinzip total enttäuscht zu sehen, wie zusammengeschustert der Rest so war. Ja, das passte halt nicht zusammen, dass man sich bei den Schulterklappen oder Achselklappen so eine Mühe gegeben hatte und an einigen Stellen des Rocks wurde dann so geschlammt. Das hat sich für uns nicht erschlossen. Und in diesem Buch über den Krieg von 1870-71 ist halt eben jener Rock auch noch abgebildet und da wird er als Probestück beschrieben. Und die Probestücke waren ja jene, welche vom Kriegsministerium an die Regimenter weitergegeben worden sind, an denen sich dann die Schneider vor Ort orientieren sollten, um die Waffenröcke dann herzustellen. Und das ist ja so das Erschreckende, dass dann da nicht auf Qualität geachtet worden ist. Und jetzt die Frage, wurde das dann nachhinein irgendwann im Laufe der Jahre nochmal geändert? Ist das überhaupt ein Probestück oder nicht? Ja.
Also meiner Meinung nach ist es keins, aber ich möchte nicht ausschließen, dass es vielleicht doch eins ist. Keiner sagt was. Also ich bin froh, dass es ein deutsches Original gibt. Ohne dem hätten wir damals meiner Meinung nach auch gar nicht anfangen können mit einem guten Gewissen. Und wie gesagt, ich erinnere mich an das Jahr 2015, wo du die ersten Waffenröcke da irgendwie bei hattest. Du hattest irgendwie, glaube ich, 4 oder 5 anfertigen lassen. Und das war halt ein für uns moderner Schnitt, irgendwie um 1870 oder irgendwie sowas, mit ganz weiten Ärmeln und der Rest auch irgendwie ganz weit irgendwie geschnitten. Es war gut, dass du das hattest. Es hat ja gereicht, um mich einzufangen zum Beispiel. Aber ich bin froh, dass wir, sagen wir mal, ein Stück hatten zur Ansicht, wo wir wussten, dass es unserer Zeit sehr, sehr nahe kommt. Ich sag mal so, das Problem ist ja, irgendwann muss man ja mal anfangen mit irgendwas. Das ist ja das. Sonst bleibt es immer ewige Theorie, weil man dann nie fertig wird. Das ist ja das Problem. Ich habe übrigens immer. Entschuldigung. Ich hab inzwischen aber auch vergessen, was ich erzähle. Okay. Ja, haben wir denn noch was zum Thema vom Schnitt zum Bild? Vom Bild zum Schnitt? Vom Bild zum Schnitt, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob man das ansprechen wollte. Ich glaube, das größte Streitthema, zumindest bei uns in der Militärdarstellung, war, glaube ich, unsere Arbeitsjacke, oder Christian? Ist es, glaube ich, noch, oder? Ist es immer noch, ja. Ja, also so wirklich zufrieden sind wir, glaube ich, alle nicht damit. Nein. Warum nicht? Ja, ich glaube, das Einzige, was wir wissen, dass wir den richtigen Stoff haben. Also viele Grüße an Christian Peter. Wir sind immer noch ganz stolz darauf, dass du uns diesen Stoff zur Verfügung gestellt hast, was ja auch so ein spezieller Stoff ist. Aber eigentlich wissen wir gar nichts über diese doofe Arbeitsjacke. Ja, weil das, wie vieles, ein Gebrauchsgegenstand ist, der halt, wenn er kaputt ist, ausgezogen, weggeschmissen wird oder wie gesagt zerrupft oder was auch immer man damit macht. Wir wissen halt nur wirklich, was in den Vorschriften steht, beziehungsweise dann halt auch bei Mila und Peach. Wobei ich glaube, dass wir eigentlich an und für sich auf einem Weg sind. Es ist halt nur so, dass das halt auch wieder so ein Kompromiss ist und man nicht hundertprozentig weiß, ob es wirklich dem Original nahe kommt. Ich glaube, das ist so das, was uns daran stört und was uns auch immer wieder daran herumdoktern lässt. Dings und Peach, was ist das? Mila. Bei Mila und Peach. Ja. Und ich glaube, zwei Herren, ja? Ich wollte kurz zu mir noch Peach was sagen. Ja, für mich sind die zum Beispiel zu spät, weil die machen eine reine Rückwärtsbetrachtung. Ja, ja. Was? Wer ist Mila und Peach? Ja, Mila und Peach, das sind zwei Herren, das sind die Nachnamen der Herren, die haben zwei Bücher über Uniformkunde rausgebracht, haben diese allerdings auch gegen Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben und wie Stefan schon sagt, die gucken halt wirklich auch zurück. Ist halt die Frage, ob die noch Originale in den Händen gehalten haben, ob die sich die Arbeit gemacht haben oder ob die halt einfach auch nur anhand von Vorschriften und Erzählungen schreiben. Das weiß man halt nicht. Ah, okay. Also es gibt ein Buch, wo was drin ist. Also im Prinzip ist es so, das ist das Kompendium für den Reenactor Preußen im 19. Jahrhundert. Die haben im Prinzip alle Ausrüstungsgegenstände beschrieben, auch über die Zeit. Und wenn man mit irgendetwas anfangen will in der Recherche, dann fängt man mit Mila und Peach an. Eigentlich kann man schon so sagen, oder Christian? Ja, wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, muss man auch bei Mila und Peach ganz klar erkennen, dass diese Zeit zwischen 1840 und 50 sowas von schnell abgehandelt wird. Das ist wie bei allem, auch bei den beiden, eher so eine Grauzone. Ja. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, wir hätten die Arbeitsjacken in Blau machen sollen. Und genau das ist so ein Streitpunkt. Aber warum bist du überzeugt, dass sie in Blau sein? Also im Prinzip wird ja damals gesagt, oder Mila sagt, glaube ich, dass sie ursprünglich in einer blauen Farbe eingefügt wurden und dass der Schnitt, den wir jetzt haben für die Arbeitsjacken, also die, er beschreibt einen engen Schnitt ohne Rockschoß, dass die Jacken, die wir haben sie ohne Rockschoß angefertigt, relativ eng sitzend. In meiner Welt, und das ist natürlich, und das ist ja das Schöne an diesem Hobby, man kann ja da ganz trefflich irgendwie drüber streiten und diskutieren. Ich glaube, dass wir die hätten noch blau machen können. Christian sagt, nee, da ist irgendwie zu viel Zeit vergangen. Er geht davon aus, dass die eher Naturfarben. Ja, das Problem ist, anfangs beschreiben sie halt noch,
es wird beschrieben, dass sie anfangs halt noch blau gefärbt worden sind, das später aber einfach unterlassen worden ist. Und 1855 mit der neuen Bekleidungsvorschrift wurden sie halt weiß ausgegeben. Und ich meine, in dieser kurzen Zeit zwischen 49 und 55 hat sich weniger getan, als in den neun Jahren seit, wann wurden diese Jacken eingeführt? 1840. Deswegen glaube ich, dass vielleicht bis 45 die blau waren, aber länger auch nicht. Das ist halt mein Standpunkt. Und ja, aber genaues weiß man halt nicht. Das ist das Problem. Es ist auch die Frage, hat das eine Regiment wieder länger gemacht als das andere? Da waren die auch ziemlich autark in dieser Hinsicht. Das ist halt wirklich müßig. Aber das macht das Hobby, finde ich, auch noch so spannend und lebendig, weil man irgendwie immer so, und wenn es nur gedanklich ist, immer damit befasst ist, immer dranhängt. Und es macht es auch so spannend, weil man halt wie so ein Detektiv immer noch hier und da einen kleinen Hinweis finden könnte. Und ja, kann aber auch mitunter frustrierend sein, das will ich nicht absprechen. Und eins ist ja auch Fakt, wenn man dann zu so einer Veranstaltung geht und, keine Ahnung, wir sind zu viert oder zu fünft als Preußendarsteller und für so einen Arbeitseinsatz, um eine Barrikade niederzureißen oder um unsere Wachstube einzurichten, ziehen die Leute den Rock des Königs aus, um sich dann die Arbeitsjacke anzuziehen. Das ist schon cool. Also das ist schon, wirkt gut. Und gibt halt auch so ein tolles Gefühl. Wir sind ja auch darauf bedacht, dass wir dann einheitlich sind. Also es ist jetzt nicht so, dass bei uns in der Gruppe jetzt irgendjemand sagt, so, ich bin aber davon überzeugt, es muss jetzt blau sein, deswegen ziehe ich jetzt eine blaue Jacke an. Das wird halt auch nicht zielführend sein und es wird auch nichts bringen. Also es sieht in der Darstellung, wir machen es ja auch teilweise für die Öffentlichkeit oder also eigentlich für uns, aber halt mit Öffentlichkeit. Und da wollen wir dann halt dementsprechend auch ein einheitliches Bild abgeben, damit man auch einen ordentlichen Eindruck von dem Militär der damaligen Zeit erhält. Wenn jetzt wirklich mal jemand kommen sollte und fragt, waren denn die Drillichjacken damals wirklich schon weiß? Ich habe mal gelesen, ich glaube, dieser Fall wird in 10 Jahren einmal vorkommen. Dann kann man mit diesem Besucher oder der Besucherin sich dementsprechend natürlich auch austauschen und darlegen, warum man diesen Darstellungsweg jetzt so gewählt. Ich habe da mal eine Anekdote am Rande. Ich habe da mal eine ganz nette Begegnung bezüglich einer Pickelhaube gemacht. Ich denke heute noch gern daran zurück. Ja, die musst du jetzt erzählen. Nee, besser nicht. Also anteasern und nichts sagen geht nicht. Fürs Lagerfeuer. Nee. Anteasern und hier nichts sagen, das geht nicht. Wer im Podcast was anteasert, muss es auch so bringen. Also Fakt ist, wer diese Geschichte hören will, der sollte sich bei uns eine Uniform besorgen und mal ein Wochenende mitmachen. So sieht's aus. Hört. Man kann das übrigens auch als Zivilist machen. Richtig. Das geht auch, weil die Preußen brauchen es. Das ist richtig. Also dementsprechend würde ich sagen, während man ein Wochenende mitmacht, sich eine zivile Kluft anzieht, dem erzähle ich die Geschichte dann am Lagerfeuer. Ja, ob er will oder nicht. Genau, natürlich. Ja, also ich glaube auch, dass man gerade als Zivildarsteller, also die sich entschieden haben, zivil darzustellen, die kriegen halt noch viel, viel mehr Bewunderung von mir, gerade in dieser Zeit, das so durchzuziehen, zu sagen, okay, jetzt habe ich etwas, wo ich meinen Alltag in so einer Museumsbelebung irgendwie darstellen kann. Das ist schon ein langer Weg, muss man schon sagen. Ja, das ist korrekt. Wobei ich es vielleicht bei den Frauen sogar noch ein bisschen drastischer finde als bei den Männern. Also da blicke ich schon gar nicht mehr durch und dann da möchte ich auch gar nicht mitreden wollen. Da finde ich es als Mann schon schwierig, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, mit so einem Kleid und Häubchen und Schute und was weiß ich nicht, alles nicht, da hört es dann bei mir dann tatsächlich auf, da bin ich dann auch raus. Also Christian, ich glaube auch, dass du noch ein bisschen sauer bist, weil du über die Diskussion der Frauen beim letzten Workshop über die Chemisen ausgeschlossen wurdest. Es gab eine Diskussion? Noch mehr fahre ich jetzt davon. Das hätte mir in der Tat weitergeholfen, übrigens, würde ich mal dazu sagen, aber okay, danke. Ich weiß nicht, passt dir so eine? Nee, mir nicht, aber ich denke da auch nicht an mich. Ach so. Ja, naja, gut, dann okay. Ist zu haben dem wir noch Thema etwas... dann noch alles gesagt. Nee. Dazu schon. Die Frage ist, haben wir noch etwas vergessen, möchtet ihr noch was sagen? Also ich glaube, dass die Geschichte vom Bild zum Schnittmuster eine endlose Geschichte ist, die sich auch immer wieder erneuert und das macht ja im Prinzip unser Hobby so schön und facettenreich. Auf der einen Seite die Möglichkeit, Museumsdörfer oder Veranstaltungen zu beleben und auf der anderen Seite immer wieder über neue Erkenntnisse bei Workshops irgendwie Diskussionen anzuregen und einfach Dinge wieder für sich zu verändern, neue Projekte zu schaffen. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Ja, dann danke euch beide.
für die Zeit, die ihr euch genommen habt, für die Expertise. Ihr Fragen habt, stellt sie uns gerne im Kanal, fast überall. Und dann wünsche ich da draußen noch ein Ciao. Tschüss. Stefan sagt noch Tschüss. Tschüss. Ciao.